Lang, lang ist's her. Fragen und Antworten. Es ist Q&A-Time. Das letzte Mal, dass ich eure Fragen beantwortet habe, ist schon echt lange her. Und zwar über ein Jahr. Das weiß ich so genau, weil das war mein letztes Video, was ich in Japan gedreht habe. Das Video ist an der Stelle hier verlinkt, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Dort geht es vor allen Dingen nochmal so ein bisschen um Revue passieren des Jahres dort drüben. Heute geht es aber so ein bisschen um das Thema ein Jahr zurück in Deutschland. Wie geht es mir und was hat sich verändert vielleicht auch, je nachdem, was ihr mir so für Fragen gestellt habt. Ich habe noch nicht zu viel in die Fragen reingeschaut, wie immer. Ich werde die relativ spontan beantworten, also fangen wir direkt an. Die erste Frage kommt von YouTube. Fabian G. fragt, erstens, wie sehr vermisst du Japan? Am Anfang gar nicht so sehr. Am Anfang war ich recht froh, erstmal wieder zurück zu sein in Deutschland. Mit der Zeit merkt man dann immer mal wieder, das war irgendwie ganz cool in Japan. In Japan zu sein wäre wieder mal ganz nett. Wann will ich eigentlich mal wieder zurück nach Japan? Okay, ich vermisse Japan. Okay, ja doch, man, also mit der Zeit vermisst man Japan schon als Land immer mehr, aber vor allen Dingen vermisst man, glaube ich, auch einfach das Leben, das man dort hatte, also diesen Lebensabschnitt, den ich dort geführt habe, auch wenn es nur ein Jahr war, nenne ich es jetzt einfach mal Lebensabschnitt. Und ja, ich glaube, dass es einem so aber mit vielen Lebensabschnitten gehen kann. Aber im Fall eines Auslandsaufenthaltes ist es wahrscheinlich noch mal extremer, weil man nicht nur einen anderen Lebensabschnitt hatte, sondern auch in einer ganz anderen Kultur gelebt hat. Und deswegen vermisst man auch irgendwie diese Kultur. Aber insgesamt, kurz gesagt, ja, ich vermisse Japan schon sehr. Deswegen geht es auch bald wieder für einen Urlaub nach Japan. Und ich glaube, das sage ich jetzt das erste Mal auf dem Kanal so ganz offiziell. Deswegen freut euch 2019 auf neue Japan-Videos. Wie in welcher Form, weiß ich noch nicht genau. Zweitens, wie viel Japanisch ist noch hängen geblieben? Es ist erstaunlicherweise noch einiges an Japanisch hängen geblieben. Ich habe immer mal wieder Kontakt mit Japanern hier vor Ort. Oder eben auch über Skype mit meinen Freunden, die noch drüben in Japan leben, beziehungsweise die schon immer drüben gelebt haben. Und von allen höre ich immer wieder die Aussage, wie gut mein Japanisch noch ist, wie fließend ich noch sprechen kann. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber ja, dass ich einfach noch viel Japanisch sprechen kann, ohne viel darüber nachzudenken. Klar muss ich mal darüber nachdenken, wie hieß jetzt diese oder jede Vokabel, aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich noch sehr frei sprechen, ohne jedes dritte Wort im Wörterbuch nachzugucken. Und wenn es mir ein Wort nicht einfällt, versuche ich es eben zu umschreiben. Ja, wenn eine Fremdsprache spricht, kennt diese Sachen. Fünftens, welche Orte möchtest du noch bereisen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland? Puh! Es gibt so viele Orte, am liebsten überall. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wo ich gerne hinreisen würde und mir fallen immer wieder neue Orte ein, deswegen ich würde gern fast überall hinreisen. Es gibt kaum Sachen, wo ich sage, nee, will ich überhaupt nicht sehen. Dinge, die ich aber auf jeden Fall noch sehen möchte, sind alle Großstädte in Deutschland. So langsam füllt sich die Liste bei mir, aber ich habe immer noch nicht alle gesehen. Bald bin ich in München, da kann ich München auch mal abhaken. Und im Ausland möchte ich definitiv irgendwann mal so nach Norwegen, Schweden, Finnland, also nach Skandinavien und eben noch viel mehr Asien, zum Beispiel Korea. Aber das sind alles bisher nur so Ideen und Hirngespinste, ob das und wann das wirklich mal passieren wird, dass ich dahin reise, da steht noch nichts weiter fest. Sechstens, wirst du zu Weihnachten zu KFC gehen? Nein, ich glaube nicht. Diese japanische Weihnachtstradition, ja, muss man nicht verfolgen. Dann jetzt mal eine Frage von Twitter, wo wahrscheinlich schon viele diese Antwort kennen werden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so schon mal erzählt habe, aber die Frage lautet, was war dein erster Kontakt zur japanischen Kultur, an das du dich erinnern kannst? Also ja, wie bin ich mit Japan in Kontakt gekommen? Und das ist eine ziemlich einfache Frage, denn die Antwort lautet Anime. Ich würde behaupten, Sailor Moon war mein erster Kontakt zu Japan. Neben Anime würde ich dann behaupten, dass es Spiele waren, sowas wie Harvest Moon, wobei ich eigentlich selbst nie Harvest Moon gespielt habe als Kind, sondern eine Freundin von mir das damals hatte und ich das super cool fand damals. Und ja, das waren so die ersten Sachen, wo ich so dachte, wow, voll coole Serien und wow, voll cooles Spiel.
da war die Neugierde dann direkt geweckt und ich habe mir gedacht, hey, wenn die Sachen, die ich so cool fand, japanisch sind, gibt es schon noch viel mehr Sachen, die japanisch sind und cool sind. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Und noch eine Frage von Twitter. Wenn du jetzt nicht ans Geld denken müsstest, würdest du lieber in Deutschland oder in Japan leben wollen? Und diese Frage kann ich unter diesen Konditionen nicht beantworten. Es gibt so viele Sachen, die diese Entscheidung beeinflussen würden. Und aktuell würde ich eher dazu tendieren zu sagen, ich möchte in Deutschland leben, einfach weil meine Familie und Freunde hier sind, jedenfalls der Großteil. Und eben weil das auch einfach meine Kultur ist und mein Land. Das klingt ein bisschen komisch, aber wenn man im Ausland gelebt hat, merkt man auch irgendwie die eigene Kultur ganz anders zu schätzen. Temporär würde ich, glaube ich, immer wieder gerne nach Japan gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich nach Japan gehen würde mit dem Ziel, dort den Rest meines Lebens oder eine sehr, 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 sehr lange Zeit dort zu verbringen. Da würde ich, glaube ich, eher dazu tendieren, dass ich sage, nein, nicht unbedingt, auch wenn ich alles Geld der Welt hätte. Und eine Frage aus meiner Instagram-Story von The Travel Owl. Waren die ersten Wochen in Deutschland ein Kulturschock? Nein, waren sie nicht. Ja, die ersten Wochen waren ungewohnt. Aber nein, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich einen Kulturschock hatte. Ich meine, mir ist schon in Japan bewusst geworden, was an der deutschen Kultur besonders ist, was ich vorher wahrscheinlich nicht so wahrgenommen hatte. Und dann ist es mir nur noch bewusster geworden, wenn man das so sagen kann. Aber es ist nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist das für eine Kultur? Was leben wir hier für ein Leben? Nein, so war es nicht. Ich habe am Anfang, wo ich gerade zurückgekommen bin, ein Video dazu gemacht, wo ich so ein bisschen darüber geredet habe, wie es mir in der Zeit ging. Das verlinke ich an dieser Stelle auch mal hier oben im i. Aber ich würde nicht sagen, dass ich einen krassen Kulturschock hatte und mir gedacht habe, oh mein Gott, ich will zurück, oh mein Gott, ich will zurück, oh mein Gott, ich will zurück, sondern am Anfang war ich wirklich erstmal wieder froh, in einer Umgebung zu sein, die ich kenne und in einer Umgebung zu sein, wo ich ja wieder sehr viele Menschen um mich habe, mit denen ich einfach in meiner Muttersprache reden kann, ohne größer darüber nachzudenken. Und das war irgendwie auch mal wieder sehr schön nach einem Jahr. Und dann kommen wir direkt zu einer Frage, die mir öfters gestellt wurde, zum Beispiel auch von der Jasmin Nafee. Liebe Grüße an der Stelle. Was vermisst du aus Japan am meisten? Also nützliche Gegenstände, Speisen oder so? Essen, ja, definitiv. Fast alles an Essen, würde ich behaupten. An nützlichen Gegenständen, ich weiß gar nicht so genau. Also was ich, glaube ich, vermisse, sind Kombinis. Schnelles, einfaches, günstiges Essen. Aber auch seltsames Essen, was es in den Kombinis manchmal gibt. Was ich auch vermisse, ist Daiso. Also Daiso ist ein 100-Yen-Laden, das heißt ein Laden, in dem alles ungefähr 1 Euro kostet. Und ja, im Vergleich zu deutschen Billigläden oder 1-Euro-Läden ist es bei Daiso so, dass die Qualität irgendwie trotzdem recht okay ist. Was in Deutschland in diesen günstigen Läden meistens nicht so der Fall ist. Deswegen Daiso auf jeden Fall. Spontan fällt mir jetzt aber nichts ein, wo ich sage, das vermisse ich. Und wenn ich das hätte, wäre mein Leben in Deutschland einfacher. Es ist total komisch. An sich vermisse ich eher so den Alltag und das Leben dort, aber keine direkten Gegenstände oder Objekte, sondern wirklich eher so das Gefühl, wie es sich anfühlt, in Japan zu leben, wenn man das so sagen kann. Das ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach eher so ein, ja, Gefühl, so ein Empfinden als wirklich irgendwelche Gegenstände. Und natürlich vermisse ich auch vor allen Dingen meine Freunde, die ich dort habe. Dann eine Frage mal wieder von YouTube, von der Kerstin D. Wie war es für dich, wieder von der deutschen Sprache umgeben zu sein? Am Anfang war es wirklich komisch und es ist auch jetzt, wenn ich zum Beispiel sehr viel Japanisch gelernt habe oder gerade auf Japanisch geskypt habe oder gesprochen habe, immer wieder komisch, dann Deutsch zu sprechen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wenn ich Japanisch spreche, denke ich anders. Das geht wahrscheinlich vielen so, die die Sprache wirklich schon ein bisschen mehr gelernt haben. Man strukturiert Sätze ganz anders und man denkt dadurch auch ganz anders, weil man den Satz eben anders formen muss, sag ich mal. Und wenn man dann wieder anfängt, Deutsch zu denken oder Deutsch zu reden, dann denkt man manchmal, also so gerade in den ersten Momenten und auch in der Anfangszeit, wo ich nach Deutschland zurückgekommen bin,
immer noch in dieser Struktur und redet dann ganz seltsam und hat eine ganz komische und verworrene Satzstellung. Alle, die mit mir manchmal reden und denken, ich bin ein bisschen dumm, hab Nachsicht mit mir, vielleicht habe ich gerade vorher Japanisch gelernt oder geredet oder gedacht, weil das mache ich manchmal auch immer noch. Und wenn ich mit mir selbst rede, rede ich manchmal auch gern Japanisch. Aber das auf Deutsch denken, in Anführungsstriche, kommt dann irgendwann wieder ganz automatisch, auch meistens nach ein paar Minuten, und am Anfang kam es relativ schnell nach ein paar Wochen. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich in Japan zum Beispiel gar kein Deutsch geredet habe. Zum Beispiel mache ich ja auch alle meine Videos auf Deutsch. Hast du Tipps, wie man die Heisig-Methode mit der üblichen Methode Kanji zu lernen kombinieren kann? Nein. Also, ich lerne Kanji so, dass ich wirklich die Heisig-Methode benutze. Jedenfalls habe ich das mit den meisten Kanjis gemacht. Und dann ist es so, dass ich die Lesung mir einfach über Vokabeln merke. Also ich habe das auch schon in meinem Video zu der Heisig-Methode erklärt und ich mache das immer noch so. Ich lerne die Bedeutung und die Lesung lerne ich am besten, wenn ich mir dazu Vokabeln lerne. Für den JLPT habe ich jetzt versucht, mir einfach so Kanji reinzuprügeln. Das hat mal wieder nicht so richtig geklappt. Und deswegen will ich jetzt wieder die Methode angehen, dass ich Kanji wirklich über Komposita, über Vokabeln lerne, damit ich einfach daraus die Lesung ziehen kann. Und das funktioniert einfach besser, weil ich mir dann denke, ah, dieses und jenes Wort wird mit diesem Kanji geschrieben. Und dann ist es direkt verknüpft und das funktioniert einfach für mich am besten. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt ein Tipp war, aber nochmal ein kleiner Insight zu meiner Art und Weise, wie ich Kanji lerne. Und jetzt eine Frage von Twitter, von Gabriel Karl. Bevorzugst du die deutsche oder die japanische Natur? Blumen, Tiere, Bäume und Seen. Ich bevorzuge, glaube ich, ein bisschen die japanische Natur. Die deutsche Natur ist auch sehr schön, aber irgendwie finde ich, die japanische Natur ist einfach irgendwie anders. Vielleicht ist das auch wieder eine Gewohnheitssache. Die deutsche Natur kennt man eben, damit ist man irgendwie aufgewachsen. Und die japanische Natur kenne ich eben nicht so. In meinem persönlichen Gesamteindruck finde ich aber, dass die japanische Natur immer ein bisschen ästhetischer wirkt. Ich wohne jetzt aber zum Beispiel auch in einer Stadt, in der es sehr bergig ist und wo es auch in der Umgebung sehr bergig ist. Und eigentlich bin ich in Mitteldeutschland aufgewachsen, wo es sehr flach ist. Und auch das ist für mich jetzt eine Umstellung und finde ich sehr schön. Deswegen, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Gewohnheit. Und aktuell finde ich die Berge, glaube ich, auch sehr schön, weil sie mich eben auch an meinen Heimatort in Japan erinnern. Denn in Japan ist es gefühlt überall bergig. Aber dort, wo ich gewohnt habe, in Kofu, ist eben wirklich die ganze Stadt von Bergen umzingelt. Und das ist jetzt hier, wo ich wohne, fast genauso. Und ja, vielleicht mag ich die Berge deswegen so. Und dann nochmal eine Frage von Instagram von der lieben Sophie. Hallo Sophie, auch an dich liebe Grüße. Ihre erste Frage war, wie soll man sich jemals wieder an die Öffis in Deutschland gewöhnen? Und ich muss sagen, dass das für mich gar nicht so schwierig war, weil ich bin nicht so viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Japan gefahren. Also klar, wenn ich nach Tokio gefahren bin oder in Tokio war oder in Osaka war oder Kyoto, dann bin ich Zug gefahren. Aber bei mir in Kofu bin ich fast alles zu Fuß gelaufen, weil die Busse sind einfach so ungünstig gefahren und Züge zu benutzen hat nicht so viel Sinn gemacht, weil in dieser Stadt gab es irgendwie eine Zuglinie so gerade durch, das hat einem meistens nicht viel gebracht. Und deswegen muss ich sagen, war es für mich nicht ganz so schwer, weil ich die öffentlichen Verkehrsmittel in Japan eben nicht so viel benutzt habe. Trotzdem ist es aber auch für mich so, dass im Gesamten einfach das japanische öffentliche Verkehrsmittelsystem einfach insgesamt strukturierter und funktionierender wirkt, als es das manchmal in Deutschland tut. Wie man sich dann daran wieder gewöhnt, keine Ahnung. Meine S-Bahn kommt jeden Morgen auch mindestens 2 Minuten zu spät, aber hey, so ist das halt. Und Sophies richtige Frage war dann, welche japanischen Gerichte kochst du hier gerne? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ich versuche immer mehr wieder japanisch zu kochen. Ab und zu versuche ich mich aktuell an Ramen. Sehr oft habe ich auch schon Oyakodon gekocht. Sehr, sehr gerne mache ich auch Taco-Reis, wobei manche sagen würden, das ist vielleicht nicht unbedingt typisch japanisch, aber für mich ist es japanisch und ich liebe es. Natürlich versuche ich auch ab und zu mal andere Sachen zu machen, sowas wie Sushi oder Omurice, aber das sind die 3 Sachen, wo ich sage, die mache ich doch schon recht häufig.
Dann nochmal eine Frage von Twitter von Axel Baumann. Ist es schwierig, sich nach längerem Auslandsaufenthalt in Deutschland wieder zu Hause zu fühlen? Irgendwie schon. Also ich habe zwar gesagt, dass ich keinen Kulturschock oder so hatte, aber trotzdem war es bei mir so, dass die Anfangsphase, wieder hier in Deutschland zu leben, ein bisschen komisch war. Bei mir lag es vielleicht aber auch daran, dass ich erstmal 3-4 Monate auf Jobsuche war und dann nochmal ein paar Monate auf Wohnungssuche. Aber ich denke auch, dass der Umschwung von der japanischen Kultur zur deutschen Kultur da sehr viel beigetragen hat, dass man immer mal wieder gedacht hat, ach, wieso bin ich jetzt eigentlich wieder hier? Ach, wieso ist das jetzt hier in Deutschland so anders, als es in Japan war und so weiter. Und dann nochmal eine Frage von YouTube von Shiro Kiel. Kiel? Was war die größte Umstellung? Die größte Umstellung? Ich würde wirklich fast behaupten, eine der größten Umstellungen war, dass man sonntags nichts machen kann. Dass sonntags einfach alles zu ist. Ja, das war in Japan nicht so und dann konnte man auch mal sagen so, hey, ich gehe heute shoppen oder hey, ich kann noch was zu essen kaufen oder hey, lass uns am Sonntag dieses oder jenes machen, es war scheißegal, weil es war wie ein anderer Tag. Und das weiß ich, dass es in Deutschland Gründe gibt, warum das so ist und dass die eigentlich auch sehr gut sind, diese Gründe, aber irgendwie so für einen persönlich würde ich behaupten, ja, fand ich das ein bisschen doof und fand das in Japan besser. Eine andere Umstellung ist einfach auch das Essen gewesen, weil ich liebe einfach japanisches Essen, ob Ramen oder Don oder keine Ahnung, alles Mögliche. Es war einfach so, dass man überall relativ schnell, relativ günstig was essen konnte. Und in Deutschland, ja, wenn man jetzt nicht unbedingt Fastfood-Sachen wie McDonald's oder so essen möchte, dann ist es manchmal echt schwierig, was Schnelles und Günstiges in der Qualität zu finden, wie das eben in Japan der Fall war. Und das war die letzte Frage, die ich jetzt erstmal gefunden habe. Ich weiß, ein paar Fragen sind mir, glaube ich, durch die Insta-Story abhanden gekommen, weil ich euch schon mal irgendwann im Oktober gefragt hatte. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Fragen interessant fand. Ich fand sie diesmal echt mal wieder sehr gut und hoffe, dass ja euch die Antworten auch gefallen haben oder ihr die Antworten eher interessant fandet. Das macht mehr Sinn. Falls ihr das Video sehr aktuell schaut und noch in 2018 seid, wünsche ich euch eine besinnliche und sehr schöne Weihnachtszeit. Es wird vor dem Ende der Weihnachtszeit definitiv noch ein weiteres Video geben. Wow, das wusste ich selbst noch nicht, aber jetzt habe ich es gesagt und mir damit also eine Challenge auferlegt. So schnell kann das passieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das gefallen und ihr fandet es interessant. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.